So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Beim letzten Mal haben wir ja der Bruderschaft geholfen. Und jetzt fragt er, was wir denn hier suchen. Ich versuche nur hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Da hast du irgendwie recht. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Sorry Das kommt fürs drauf Handy, ich an. stelle es nur auf Wie viel lautlos. zahlt ihr? Du bist also ein Söldner. Typisch. Na gut, wenn du uns hilfst, sorge ich dafür, dass du für deine Dienste So entlohnt jetzt. wirst. Ich bin Paladin Danced von der Stählernen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sternen Bruderschaft zu helfen? Ja. Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Also jetzt geht's erstmal rein. Dogmeat hat wieder was gefunden, ne? Ich muss kaum warten, bis der da die Tür aufmacht. Halen, bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann ja. Mal los, Leute. Okay, Großer. Gehen wir. Ja. Komme ja schon. Öffnen wir mal das. Die Poli das Polizeirevier. So, dann geht's mit der nächsten Mission gerade weiter. Schlag auf Schlag. Wir looten hier gerade noch ein bisschen was hier, was wir gebrauchen könnten. 20 Gleisbolzen. Sind ja, wir haben ein Level abgekriegt beim letzten Mal, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Wir sind bei Level 10. Wir gehen jetzt. Ich gehe jetzt mal auf Hacken. Denn langsam müssen wir nämlich die Terminals alle hacken. Ich muss mir die eine Quest mal ausmachen, die nervt hier. Oh. Ich weiß, wir müssen mit dem Paladin Dance sprechen, aber ich will hier noch ein bisschen was looten. So. Zerfliegst du mich jetzt zusammen oder nicht? Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Hey. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Was haben wir die hier? Eine Werkbank. Nehmen wir alles mit hier. Anstellen, da ist eine Schraube drin. Mit was ist los? Ja? Das machen wir später. Das sind die Zellen. Für die Gefangenen hier. Wir nehmen alles. Klebern ist gut. Klebern ist wichtig hier. Ohne Klebern können wir nichts weiter craften hier. So, ich suche gerade noch den Safe, wo es hier gibt. Da geht's hoch. Hältst du dich irgendwie für eine Gruppe? Halt's Maul. Ich weiß, dass es hier irgendwo ein Safe gegeben hat. Da ist er doch. Experte Schloss. Experte können wir schon machen. Nehmen alles mit. So, Paladin Dance. Wir können. Ich bin aufgepusht.
Paladin Dance. Bist du bereit? Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuch nicht zurückzufallen. Jo, mach ich. Wie geht's dir denn, Großer? Die wilden Ghule haben mir nur ein paar Schrammen verpasst. Das wird schon wieder. Ach ja. Hast du deshalb wie ein Baby geflennt, als ich dich verarztet habe? Ich glaube... Oh, jetzt habe ich gerade einen kleinen Ladebildschirm. Ich hoffe, dass er schnell weggeht, der Ladebildschirm. Ladebildschirm, geh bitte weg. Kann man so viel laden im Spiel. Ich lade und lade und lade. Lade mich noch zu Tode. Also ich habe keine Mods installiert, ich habe gar nichts. Überhaupt keine Mods, also das Spiel müsste verniederlaufen. Ah, ewig geht die Tür auf. Hat aber lang gedauert. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Jo, ich folg dir. Rückstand liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich... Glaub mir, das sind keine... Ghoul-Gruppen, sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Der Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, die wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Für die stehende Bruderschaft ist hier dann die Bedrohung, habe ich festgestellt. Sogar auch das Tier hier, wo ich eben umgebracht hat, bringt leider nichts, kein Fleisch, gar nichts. Also es könnte sein, dass es auch eine Bedrohung gewesen ist. Guck mal, ich hab was für euch. Ah, Billettkill wollte ich gar nicht aufheben. Krokorken, Karawanebache, Krokorken, vielleicht mit Bohnen. Kaufmann. Die hat mich ja was Geiles dabei gehabt. Bla, gehen wir weiter. Gekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben, als verschollen gemeldet zu werden. Das ist wichtig. Niemals aufgeben. Egal wie beschissen das Leben ist, niemals aufgeben. Ja, niemals aufgeben. Egal wie krank ihr seid, wenn ihr aufgebt, dann hat die Krankheit schon bei euch gewonnen oder Probleme, immer gucke, wie ihr die Probleme zu lösen habt. Egal wie hart sie sind, es gibt immer irgendwo eine Lösung. Dolphin. Da lebt aber noch so ein scheiß Vieh. Gleich nimmer. So. Oh, Paladin Dance, kommst du endlich? Gehe weiter.
Oder wir müssen hier hoch. Dass der immer so langsam laufen muss, das verstehe ich irgendwie nicht. Super, Baubau! Baubau ist tot! Da ist noch so ein Baubau! Baubau ist tot! Baubau will was von mir! Er wolle viele Baubaus von mir! Doch, mit immer was! Geht es. Ich habe irgendwie alle Kronkorken im Arsch drin. Nochmal Kronkorken. Super Kleber die drin. Mensch, was futtern die heutzutage alles hier? Stummfeuerzeug. Gut für mich, da kann ich meine Siedlung ein bisschen ausbauen. Beziehungsweise meine Fabrik bauen. Wenn wir genug Material zusammen haben, natürlich nur. Denn die verschlingt unheimlich viel Material, meine Fabrik. Und da müssen wir noch ein paar Sachen skillen. Ja, also es geht jetzt schnell. Archic Systems. Paladin Dance, kommst du heute noch an oder wie sieht es aus? Kann ich mich da hinlegen? Natürlich nicht. Das war eine gefakte Matratze. Ich bin schon da, Paladin Dance. Dance? Komm schon, hier lang. Ja, ich gehe. Dass wir weiterspielen können. Paladin Dance? Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten, alles schön auf Vorschrift. Verstanden? Verstanden. Ja, verstanden. Wunderbar. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentrier dich und pass auf, wo du hinschießt. Wenn ich von einem Querschläger getroffen werden. Ja. Yep. Kein Problem. Kein Problem. Machen wir doch klar. Da wieder ein schöner Bildschirm. Da ist er auch wieder weg. Es waren Firmen wie diese hier, den letzten Nagel in den Sack der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen. Ich kann überhaupt noch tragen. Ah, wir haben noch Platz. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Ist da nichts mehr Neues hier? Folge Paladin Dance. Sprich mit Paladin Dance. Hab grad Niesemüse. So, was willst du? Sieh dir die Trümmer an. Ja, ich sehe sie mir an. Jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Das sehe ich. Verdammt, ich hatte gehofft, das zu vermeiden. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Zins des Instituts angegriffen. Okay. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Jo, wir gehen weiter. Und jetzt loote ich hier auch alles leer. Dass wir auch noch ein paar Rohstoffe kriegen. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Und zwar, wir können jetzt schon einen Großteil mitnehmen. Den Rest werde ich wieso liegen lassen. Globus. Wo
Da ist nichts drin. Gut, dann geht's weiter. War da wirklich nichts drin? Ne, gut. Warrior, einer. Null. Null. Bin durch. Machen wir gleich so. Hörst du das? An mir kommt keiner vorbei. Kommt gleich einer vorbei und der will ihn schlagen, der Hund. Der Depp. Ich hab gedacht, die hätten da irgendwelche Ausrüstungsdinger. Auf Funktionszähler haben sie genug, das ist immer gut. Hey Paladin, ich will auch noch ein paar Gegner abhaben. So ein Idiot, muss alles selbst machen hier. Ah, da sind ein paar Gegner, gut. Los, ich bin gleich tot und zwei Airheads. So schnell geht es. Da waren ein paar Gegner zu viel. Und ich muss gucken, wo ich abgespeichert habe. Das waren Firmen wie diese hier. Ah, sehr gut. Der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen. Sieh dir die Trümmer an. Ja, das wissen wir schon. Bla 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 bla. Gut, dann brauchen wir uns weniger. Negat, Sie, die Roboter. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar. Sehen wir vor uns Steampack. Und tun hier alles nochmal zu Ende. Macht das Paladin Dance mir sowas von schön egal. Was du hier machst, vorgehe ich aber hier durch und tue alles looten. Dann darfst du ran, ganz einfach. Zuerst ich, dann du. Immer schön die Reihenfolge hier beachten. Zuerst du, dann ich. Nicht andersherum. Ich bin ja schließlich dein Held hier. Ohne mich wärst du gar nichts. Ohne mich wärst du gar nichts. Junge. Ey, vorhin hat es so schön geklappt hier. Muss ich es doch wieder so auf die altmodische Art machen. 3 Stunden später und wir sind hier immer noch. Keine Klammer hier irgendwo. Hey komm, hier muss doch irgendwo eine scheiß Klammer sein. Prozess. Haben wir irgendwas mit S? Ich muss jetzt 10 Sekunden lang warten. Ah, das ist. Vorhin habe ich es so schön geschafft und jetzt docken wir dumm rum hier. Justiz, einer. Auch einer. 3. Talking null. Keine Angst, wir schaffen das heute noch. Dauert zwar ein bisschen, aber was war's? Null. Wir haben bis jetzt noch keinen Treffer. Einer, danke. Puh, das ist nervig jetzt. Nix. 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 Ich krieg das schon hin. Rampel ist nix. Also. Endlich, guck. Jetzt sind wir gleich mal abspeichern. Jetzt müssen wir den Scheiß hier wieder machen. Genau, wie die Bruderschaft. Du sagst es.
Lang lebe die Bruderschaft. Nur ein Schlagstock. Jetzt mache ich einen geiler Loot dabei. Doch nicht. Palidens macht das schon, oder? Ich glaube, wir müssen nur die Helden hier. Da habe ich noch ein paar Speedergranaten. Guck. Palidens, lässt du mich auch mal ran? Wenn du da stehst, kann ich leider dir nicht helfen. Kampfbereitschaft aufgehoben. Mehrere sind Ziele. Schalt sie aus. Wenn du mich nur ranlässt. Wir sind auf Gefahr, okay. Sag mir, ich kann im Moment nicht, ich muss hier looten. Ah, da liegt ja noch einer. Da lag ja noch einer. Können wir irgendwas herstellen wenigstens? Nichts Brauchbares. Da ist noch ein schöner Safe. Puh, leider abgebrochen ist der Safe. Die H-Klammer. Der Safe ist natürlich nicht abgebrochen, aber die H-Klammer. Nehmen wir natürlich auch alles mit. Kann man alles schön verkaufen. Ah, da bist du ja, Paladin Dance. Guten Tag, ich bin wieder auch wieder da. Kann man da irgendwas herstellen? Irgendwas Geiles? Eine Tasche? Jawohl, Tasche. Wenigstens kann man eine Tasche herstellen. Jetzt können wir nämlich noch. Hallo, warum bin ich nackig? So, jetzt bin ich nicht mehr nackig. Ich habe mich schon gewundert, warum bin ich nackig? Warum macht die mich so schnell fertig? Dabei habe ich gar nichts mehr angehabt. Düdüm. So. Die verdammten Zünds haben sich hier überall festgesetzt. Kannst du mal sehen. Die sind schlau. Ich muss gerade kurz nachladen. Da vorne sind Geschütztürme. Nehmen das Heft hier doch mit. Ach, Victoria! Okay, das ist guck. Ich muss mir die alles beibringen, was funktioniert. Feind vernichtet. Aluminiumkasche, das ist gut. 4 Fusionskerne haben wir gefunden. Boah. Nicht schlecht. Nicht schlecht. 4 Stück. Da geht es nirgendwo lang. Gut, okay. Gehen wir mal hier wieder weiter, dass wir hier wieder rauskommen. Keine Waffe, armer Mensch. So, jetzt bin ich da. Ich muss mal kurz den Weg noch nehmen. Halt sein. Ja, ich hoffe, dass es unser letzter Halt ist. Ich hoffe es zumindest mal. Ah, da ist doch was. Guck, habe ich doch richtig gesehen. Medex. Und Stahl.
dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ja, mach ich. Halt uns den Rücken frei. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Ein Junkjet, das ist die sinnlosste Waffe in dem ganzen Spiel. Damit kannst du nur Schrott verschießen. Und Schrott ist wertvoll für mich in dem Spiel, also werde ich verkauft die Waffe. So, ich streng mich noch ein bisschen an hier. Noch ein bisschen mehr anstrengen. Nein, das war zu. Jetzt haben wir uns angestrengt. Schön. Jetzt geht's nämlich hier weiter. Was gibt's hier noch zu looten? Oh, wieder was zum Wisch. Einen. Weg 0. Also ist es kein W. Jetzt wissen wir schon mal kein W. Cool. Gibt's? So. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Wieder einer. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Ja, ich zünde. Achtung, Intelligenz, ich zünde jetzt. Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. 5. 4. 3. Eins, ich nehme so lange mal ein Red Away. Red Away, Red Fleisch, Red Away hier. Triebwerk wird gezündet. Raus. Test abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Boah, oh mein Gott. Die wäre einsatzbereit gewesen. Die Flammen. Ja, echt nichts Gescheites dabei. Ich habe keine Rüstung. Ich nehme die Fusionszelle mit. Davon kann man nie genügend haben. So, habe ich jetzt alle gelootet? Ja. Wo ist Paladin Dance? Hä? Ah, da bist du ja. Paladin. Okay, sichere deinen Bereich und sei leise. Kommst du mit? Und tschüss. Habe ich überhaupt noch ein paar Handgranaten dabei? Erstmal gucken. Handgranaten. Hier ist mitteldiverse Schrott. Waffen. Hier. Ja, ich habe noch 4 dabei. Ja, Zugriff. Ich mache mal Zugriff. Jawohl, und nochmal und. Ah, das war nichts. Was? Du hast alles schon ausgeschalten? Idiot, ich wollte doch auch warnen. So ein Depp. Warum machst du es nicht? Warum tust du nicht mal die Sins durchsuchen? Immer muss ich den Scheiß hier machen. Bist du etwa zu fein dafür? Mal, ab und zu muss man es echt denken. Habt ihr die Welt regieren, aber nichts durchsuchen wollen. Da habe ich mir natürlich extra viel Zeit dafür. Was haben wir denn da? Wir nehmen natürlich alles mit. Verschwinden wir von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Ja, jetzt mal verschwinden hier, du Trottel, du. Also ich muss sagen, die Bruderschaft ist mir zu radikal. Deshalb mache ich lieber die meisten Quests mit der Minutemen, die sind cool, die sind ja zu radikal, die wissen zwar von nichts, aber ist ja egal. Ding.
Lager sieht sauber aus. Weiter geht's. Bunzen. So, dann gehe ich mal nach Centrally zurück, tu mich mal entleeren hier. Denn ich habe doch einiges an Schrott hier gesammelt. Da liegt eine Nebenknarre rum. So, meine Damen und Herren. Ihr denkt dran, lasst ein Like, aber da will ich mich sehr, sehr freuen. Paladin Dance. Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Besser? Ich finde, es lief doch super. Wir waren nicht aufmerksam genug. Wir wurden mehrfach überrascht. Das ist nicht akzeptabel. Mit deiner Waffe hatten wir aber genau den Vorteil, den wir gebraucht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Mission allein hätte abschließen können. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Okay, ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Danke. Okay. Das ist doch nicht nötig. Ich bestehe darauf, dass du sie behältst. Die Bruderschaft begleicht ihre Schuld. So, und was die zweite Sache angeht. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Wir drehen natürlich bei, erstmal. Das freut mich zu hören. Treffen wir uns am Polizeirevier, dann besprechen wir die Einzelheiten. Jo, mit diesem Bild möchte ich mich bei euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss, euer Christoph D68. Ciao.